Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blute. Segne diesen Wein, den wir zu Ehren des heiligen Apostels Johannes und der anderen Heiligen trinken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Die Weintaufe im Hause Scheibelhofer ist nicht nur ein geselliges Beisammensein, sondern auch eine gute Gelegenheit, um auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. So wurde heuer das Gespür von Erich Scheibelhofer ordentlich auf die Probe gestellt, um dieses Tröpfel zu produzieren. Ja, ich glaube, der Jahrgang war ganz spezieller, wenn man vom Wein einmal spricht. 14 war nicht einfach im Keller. Wäre super geworden, hat grandiose Qualitäten gekriegt. Gerade der Jungwein, der Primeur, der eine Frucht wie seit Jahren nicht mehr. Und auch die Rotweine sind wirklich fruchtig, trotzdem opulent und eben sehr, sehr, sehr konzentriert. Und genau dieses Gespür und Können hat dem Weingut in diesem Jahr den Titel Producer of the Year von der International Wine Challenge eingebracht. Aber wie wertvoll ist dieser Titel für ihn? Ja, man freut sich über jede Auszeichnung, gerade Weingut des Jahres oder Winer of the Year oder Produzent des Jahres ist was Besonderes, weil es ja nicht um eine Einzelwertung geht, dass zum Beispiel jetzt wie heuer der Big John Salonsieger wurde oder eine andere Rebsorte, sondern hier der gesamte Betrieb bewertet wird. Und gerade international, dass du stehst hier wirklich mit den Großen der Großen in der Welt in einer Linie, ja, da ist man schon doch auch ich jetzt relativ zufrieden. Ja. Mit der Geburt ihrer Tochter Sina konnten Erich und Bettina Scheibelhofer ein weiteres wunderbares Ereignis in diesem Jahr feiern. Wie lassen sich nun die gewachsene Familie und der Betrieb unter einen Hut bringen? Ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich mein Leben so, mein Arbeitsleben so führen würde, wie ich es tue, und ob eine Frau das zum Beispiel nicht im Betrieb intern wäre, es gäbe sicher viel zu argumentieren, warum bist du so lange auf, warum bist du so lange weg, wieso kommst du beim Lesen erst schlafen, wenn ich schon liege und stehst auf, wenn ich immer noch im Bett bin. So ist das alles eigentlich super kombiniert und eben die ganze Familie arbeitet hier mit, weiß genau, für wen wir das tun und das macht Freude, Freude am Tun und einfach Spaß und gibt Energie. Bettina Scheibelhofer sieht diese veränderte Situation ähnlich entspannt. Resina ist eine ganz brave. Irgendwann sage ich immer, vergessen wir es einmal, weil es so brav ist und sie gar nicht rührt. Ja, natürlich ist es ein bisschen stressiger jetzt, aber es funktioniert trotzdem. Also sie wird vom ersten Tag an gleich eingeschult im Büro. Als Taufpate fungiert heuer Waterloo. Er gratuliert zu all diesen Erfolgen mit einem Privatkonzert. Er ist fünffacher Vater, Opa und Uropa und hat für das junge Paar einen guten Tipp parat. Sie sollen so bleiben, wie es sind. Einfach gestanden, ehrlich, die Kinder ganz normal erziehen. Ganz normal, weil mit so einem Riesenbetrieb ist schon schwierig. Aber die Herzlichkeit, die darf nicht fehlen. Das ist noch wichtiger als der beste Rotwein. Und dann kommt aber schon der Rotwein. Und so schließt er sein Konzert und die Weintaufe mit seinem Hit Hollywood. Denn eines haben Hollywood und die Scheibelhofers gemeinsam. Beide toppen jedes Jahr ihre eigenen Superlativen. Dankeschön, Gary Bola. Dankeschön, Joe Haulieb. Dankeschön, liebe Freunde. Dankeschön, Familie Scheibelhofer. Dankeschön.